Du musst entscheiden. Ja. Einer von denen landet dann Hallo. Nicht auf 4. Einer von vom denen, die ähnlich sind, auf 4 landen. Ja, ich meine vom Seeding her. Oh Mann, mal einfach an. Wir haben keine Ahnung, wie das ist. Hm? Plätze 3 bis 6. Die sagen 3 bis 5, wir sagen 7. Ich mach mich da auch nicht. 3 bis 5. Ich bin da gut. 3 bis 5 bin ich so okay. Ja, von der, also, von der Recent Performance, aber ich weiß nicht, wie sehr man das. Ich finde Recent, weil so lange ist das Recent Performance, da finde ich immer. Ich hätte gesagt, deswegen würde ich nicht als Exkli als Stift nehmen. Weil da ist es immer so gut. Aber davor halt nicht so. Das weiß ich nicht. Ich hab den Gegner zu manchem Kopf. Ich auch nicht, warum fragst du mich? Ich kann nur eine Woche da hinten denken. Da war irgendwie. Ja, ne? Ja, da hat sich nicht so wie nicht gefällt. Boah, das ist so wie ein Kling, wenn ich den so, wenn ich weiß, ah ja, da bin ich. Ja, dann ist gegen. Hast du gewonnen letzte Woche? Das ist dann gut, was ich kann. Okay. Ich glaube, letztes Mal war es 2-2, ne? Ja, das ist ja egal. Ja. Ich meine, Games heißt nichts. Games heißt nichts. Oh. Das heißt ja nichts. Ich würde so schon manchmal eigentlich was bedeuten, wenn das ganz knapp ist. Nee, wirklich, das ist nicht bedeutet. Selbst wenn es knapp ist. Ich gehe leider auch durch, das kennt man selbst. Zum Beispiel, ich bin Blade. Ich habe über 3 Jahre gegolten, jedes Mal Game 5 kein Ding geworden. Ich bin das nicht bei Chat. Loose, das ist. Aber es war auch. Nach Last Hint, oder? Wer? Nix mehr. Aber. Ja. Ja. Achso, das ist die Season. Okay. Haben wir noch 50 Das ist noch ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde, 20. Ich bin am überlegen, ob ich zum so Döki gehe. Oh, ich habe noch einen Halloween dabei. Mach mal Konflikt dann Flieg ein. Da krieg dein Ball und dann ist es okay. Sie werden jetzt anders ziehen, weil der. Nee. Ich krieg wahrscheinlich beide einen Ball. Ah, nee, bei 15. Nee, ich krieg keinen Ball. Also Konflikt hat keinen Ball. Es ist eh scheiße. Bei 15 haben wir ihn doch. Eine Person. Ein 16er Break wäre ja clean. Ja, ja, aber 15 dann einer fehlt. Der letzte muss gegen den ersten Sieg spielen in der ersten Runde. Letzter Sieg in dem Fall war. Letzter und halt, also den letzten. Also der 16 fällt ja ein Ball jetzt gerade, der Sieg gegen den ersten. Schlecht zu meinen Spielen zuerst, ne? Nicht die schlechtesten, sondern. Bei 17 ist das. Der beste von den, von den schlechteren, die untersten Seeds und der schlechteste von den untersten. Also der beste. Ja. Beziehungsweise wenn du 17 hättest, hättest du erst 16 und 17 gegeneinander, die müssen dann gegen Platz 1 spielen. Nur gegen dich und mich verloren, ganz ehrlich. Ich glaube, das sind keine schlechten Platten. Also. Ah. Wack. Ich werde aus dem Schlagkartoffeln werden, das immer gerne. Ja, ich glaube, ich komme mit Peter und Jürgen. Ich glaube, ich kann noch warten. So, schön vor dir. Du Wichser. Ich habe nicht mal so viel Hunger, aber ich habe halt nicht so viel gegessen heute. Ich habe halt heute nur Shawarma gehabt. Das hat für mich den ganzen Tag nicht sein. Der war auch heute rein. Ich habe da nochmal nachgeschaut. Mein letzter Pass hat richtig Thunderbolt. Also falls du dann irgendwie mal ausprobieren willst oder so. Ja, ich kann mal mein Laptop haben. Ich muss erstmal die Tausende von Sachen holen. Du musst mir erstmal die Tausende von Sachen holen. Achso, du hast es. Das war auf jeden Fall nur gegen Niki in der Leber. Niki in der Leber. Mario? Ja, aber der ist hier. Der kommt hier, David. Der muss ja. Weil ich wollte jemand fragen, gegen mich hat er aus dem Weg verloren. Strozzle hat auch gegen mich hat er verloren. Er ist auch riesig. Und nur ein ziemlich solider. Deswegen ist es voll schwer zu breaken. Aha. Ja gut. Gegen mich hat er verloren.
Weil an sich ist es eh nicht so. Theoretisch kann man auch alles in Gruppen machen und randomisieren. Ja, ohne theoretisch, ja. Aber zum Beispiel. Weil das wäre auch interessanter, weil dann spielen auch manche gegeneinander, die noch nicht. Ja, ja, das ist tatsächlich. Wir machen ja aber anders. Nicht, aber tatsächlich für die Local, was so, wenn so die Leute nahen spielen, macht das tatsächlich Sinn, dass man solche Gruppen randomized. Da hat man halt auch viel mehr. Also, verschiedene Matches haben viel mehr Referenzmenge. Ich verstehe schon. Also das, wir haben auch so mal andere Matches. Also, ja, gerade also Lüxe war ja noch nie Dritter über, also ja, der ja. war über die Ja, jetzt, jetzt ja, aber so. Deswegen. Ja für die Zukunft macht es tatsächlich Sinn. Ja. Weil zum Beispiel nur als Referenz, wenn du gehen wir mal nach Bitch, bitte mach eins bei Bevor zum Beispiel. Was kriegen wir immer eine andere, ob wir jetzt 8 oder 9. Und wenn man halt sowas wie die letzten über und Dorfin, dann kann man das eigentlich auch zählen. So nach. Oder? Hm? Findest du, wenn man. Wir haben ja manchmal Round Robin in den letzten zwei Runden alle gegeneinander. Und ob man das dann halt auch in die Ranks kommt. Ja. Ist also die Frage, spielt man dann noch ernsthaft oder nicht? Ja gut, das ist die Frage bei allem. Mhm. Ob man überhaupt bei Jedo ernsthaft spielt. So, ich finde, wenn man Jedo irgendwie rankt oder so, dann kann man auch die Round Robin auch sehen. Ja. Gerade was auch das Problem ist, wenn du so Leute hast, bei Kurzen auch hier. Also großen Repeat, wenn du Double Elimination hast, die 0-2er Leute, die haben ja gar keine Referenz. Die sind ja alle sofort 0-2 jedes Mal. Ja. Deswegen macht es Sinn, und wissen jetzt untereinander, die Sachen ranzuziehen. Es ist generell so, wenn man zu wenig Datensätze hat, muss, kann man nicht mehr picky werden, also ja. Dem, was man kriegt. Ja, ich hab's ja gehört. Ziemlich schwer. Magic oder Marvel? Übrigens, ja, vorhin alle morgen wird gestreikt bis 11 Uhr. Aber die spielen auch BVG. Nur Ausbahn und Gagel halt. Also im Dach. Aber damit die immer noch vorher. Ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, wann Edo anfängt. Ich wollte dich doch mal nachfragen. Einer von meiner Klasse wohnt im Buch. Ich dachte 18.30 oder 19. Ja, ein Kollege von mir, aus Potsdam. Die muss mitfahren oder kommt nach. Wenn er mit den Öffentlichen kommen möchte, dann muss er 2 Stunden früher los. No way I deal with that. Okay. Okay. Ja. Mango-Soße slappt so hart. Aber du hast Feinde nice. Einfach, ich muss dich bestätigen. Ah, doch, geht's safe. Ja, jetzt kannst du kurz. Jetzt. Ja, ja, es ist jeder war da. Macht doch keinen Sinn. Hey, kann mir jemand eventuell Geld geben? Ich glaube, ich habe noch. Ich habe nur. Ich habe 6 Euro. Die reichen für Döner, wenn ich von Ihnen einen. Das ist 50er. Oh nein. Wie sieht mein Eintritt? Ich kann dir 3 Euro dazu geben, aber. Ich frag mal. Mach woanders erstmal, glaube ich. Ich habe letztens auf Mario. Ich kann dir 3 Euro dazu geben. Hey Mario. Oder? Marcel! Komm her! Wir können dir das aus der Kasse aus, also von deinem Gewinn auslegen vielleicht. Ey, jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ey ja, kann man vom Gewinn abziehen oder so, werde ich immer 5. oder 7. So. Sonst kriegt man kein Geld. Ach, selbst das wird reichen. Also wir cursen dich nicht. Hm? Wir cursen dich nicht. Ja. Warte, ich hab mein Geld. Obwohl, stimmt. Das brauchst du nicht, so scary. Nee, lieber nicht, das cursen wir. Ich gebe euch schon mal das Geld und ein. Ja. Ich nehme es, glaube ich, nicht an mit dem Ganzen. So. Oh, die Pistole. Was? Bro. Hätte kann doch nicht stimmen. Oh, das stimmt. Ah ja, doch. Die packt es dann 8. Die packt es 8. Das ist halt ein Blut. Ey, das letzte ist das. Die packt nicht gewonnen. Muss aber was Frage sollte besser. Also, die war ja auch nie hier. Aber was Frage hat gute Ergebnisse aufgehoben. G-Pipes 8 ist so dumm. Es sind wirklich alle so gut. Wir legen es wirklich suspekt, dass er das erste Spiel ist. G-Pipes, das kann man sagen. Er könnte manche Top 8 Bayern so. Die Top 8 Bayern würde er sogar.
In Bayern wird der Mantli gewinnen. Kommt davon wo? In München ja, in Erlangen wird Boxsagen 5. Wie war das? Letzte Mantli, er wurde ja. Also, München hat halt legitim nur Koro und Schauner. Und das war's, sonst sind alles momentan Schuss. Aber du hast halt Erlangen. Erlangen ist halt geisteskrank. Spielen die noch aktiv? Je nachdem. Paar ja, paar nein. Du hast halt so Fortis, der halt relativ aktiv ist noch. Stormred, der Fasan. Du hast halt noch Reifen, der halt sich wieder befassen kann. Also, Erlangen werden wir sehen, wenn Berlin bei Erlangen ist halt wahrscheinlich immer noch die kürzeste Stadt in Deutschland oder also Top 4. Und du hast halt eh nur noch 4 gute Städte in Deutschland. Du hast halt Berlin, Stuttgart, Erlangen und Hannover oder Region. Die haben halt Graul und Mehmen und halt ein paar gute Spieler noch. Anna ist ja weg. Ich glaube, ich habe ja richtigen Sabak gewonnen beim Wirtschaftsmedium. Weiß ich nicht. Sabak wurde wieder von dir jetzt. Ja, auf nächste Woche. Kann man das hier okay, hau das fast. What's up, Shop? Ich finde es so geil, dass ich einfach ganz so spontan auf der Arbeit einfach Urlaub nehmen kann. Ich liebe das. Hab gestern gefragt, ja, kann ich Urlaub nehmen für nächste Woche? Ja. Trag mal ein. Ich bin Pandemie-Team öffentlicher Verwaltung, wir werden uns so entspannen. Wir können rückwirkend Urlaub nehmen. Also zeig das gleich. Wir sagen, ja, übrigens war Dienstag Start. Weil wir haben gerade nichts mehr zu tun, das macht keinen Sinn. Ja, rein theoretisch kann ich es ja auch, weil mein Chef jeden Monat oder so das alles zustimmt. Ja, ich kann ja Urlaub eintragen und der muss noch genehmigen. Was halt sinnlos ist, weil ich ihn immer vorher frage. Und er sagt immer, ja klar, obwohl er noch nicht reinguckt. Das ist halt so geil, weil, oh mein Gott, das war es. Man sagt, ich wurde viel auseinandergegangen. Was sollen wir am Spiel? G-Pipes gegen Banane? Schon, oder? Das ist einfach erstes. Oder nur Fucking Mali ist auch hart. Ja, aber Banane war lange. Ja, den würde ich auch machen. Ich meine vom Skill-Level. Dass die erste Banane gegen G-Pipes erstes. Der erste ist Zwiebel. Ich meine, Mars Loki ist jetzt nicht so geil, aber. Mein Burton Magic wäre eigentlich auch. Das hatten wir schon letztes Mal. Aber es hat History. Magic hat ja auch relativ. Letzte Woche gewonnen, oder? Magic hat generell Magic hat relativ guten Matchcount gegen dich. Ja, ich bin sein bestes. Wer ist mein Bracket Demon? So gegen Bob Fargus. Ich dachte, ich wäre dein Bracket Demon. Weil du war Bracket Demon. Du bist Seed 1 und 10. Ich will auch mein Bracket Demon sein. Aber erst 13 Seeds unter dir. Du musst ich hoffe mal, mein Controller funktioniert. Ich hoffe, mein Controller funktioniert. Ich habe meinen Controller vorher fallen lassen auf dem Boden. Ich hoffe, mein der ist noch heil. Probier mal das. Ich bin jetzt so paranoid.
Ich würde ja mit dir spielen, um zu gucken, aber nichts denke ich noch. Einfach so ein Pop-Up-Store von Anni hier. So eine Boah! Das ist ein Zeichen Clip. Das war Hype, Alter. Kannst du mich rausnehmen? Fucking Clip, Dad? Okay, ja, ist gut. Hat sich der Clip gemacht? Das war Clip. Nee, das war ein anderes. Wenn wir es Clip. Schreib mal Clip. Ja, das der Bot ist, glaube ich, immer am Arsch. In Valid Token. Actually, can you clip that? Dennis wanted a clip. Thank you, Ashley, we love you. Geht die Webseite jetzt wieder? Nee, komm. Twitch.tv geht nicht? Nee, die API ist offen, das von denen ist auch okay. Nein. Nee, nicht über den Command, kann man nicht. So ein Captain. Er hat mir noch Fragen gegeben, aber ich krieg's nicht drauf. So gar nicht. Ich finde geil einfach Luma 0000. Lol. 1-1. Gegen Swarstream Pipe, Leute. Ich denke, ich bin Swarstream. Der ist halt losing right auf gegen Luma. Oh shit. Aber all time. Er hat Magic gespielt. Warte, warte. Aber ich hab 1-0 gegen Luma das gespielt. Das ist I can't do it, man. What did you give me? Here, I have some experience with it. I'll try it. Yeah. Is this? You want to try it? Because I can recap. It's also a bit broken. You are standing against Magic. That's what hurts. 3-3. Oh, it's Magic. Let's go, Dennis. So, dann mache ich mal Banane raus. I might have to cut open the bottom. Might not be a bad idea, but then maybe it'll be too loose. I mean, I had it on once. I definitely got it on. Okay. So I know it'll get there. It might have shrunk. I forgot to bring pliers. Yeah. I also don't have tools. It's small. Okay, man. Oh, das hat sich geändert. Los. Ja, Banane ist ja jetzt draußen, meinte er. Ne, er meinte Banane ist draußen. Ja, der hat es mir gesagt. Du musst gegen Ace. Von Mali kommt vielleicht noch jemand, aber der wäre dann nass. Mali meinte, vielleicht kommt da jemand vorbei. Ja, von Ash gegen Freund. Von Ash gegen Freund. Achso, oh, hi. Aber der spielt nicht Mali. So, this is that part. Maybe if I hold, can you pull? Like here, or? It's gotta come over this lip, yeah. Yeah, but like it's in the way. Like the rubber is in the way. Yeah. But I don't think. And you have to pull on it. that's what the flyer is. That's good. Yeah, it's bending not, downwards. You see? Oh my god! The controller is bending downwards from the first. It's not going on. No, the also this is breaking. Thing. Yeah. Holy shit. I don't know why, it happened to my last controller too, I don't know why these keep breaking for me. I had to go through like a new stick every week for years until I got this one, and it has not changed since day one. Yeah. Is it like one part? Or? No, it's two. Okay. I don't know why it works, but like it's never... By the way, nice color. Thank you. Slime, lime. Yeah, it was called Boba. Boba tea? Yeah, but it was the last one left actually. It was just a guy, he had a stand at when I was in Austin. I went to Low Tide City 1. Low Tide or Low Tide? Low Tide. But it's the same tournament organizer. Yeah. And they also did Lost Tech City. Yeah. The controller feels so small. Like all with LTC, right? Everything's shortened. It's a small, like, I don't know, even this gets smaller, but like the Y button is like... I got it. Of course, the L. Yeah, there are two different types, the shorter one and the normal. I'm sorry, I can't really... Actually, it kind of works like that. It's gonna fall off mid-match, but... Yeah, probably. I'm sorry. Yeah, but I mean, thank you so much for the thing. So. Yeah. But eventually. Oh, man. Oh, yeah, oh, because you got it like over the...
of a part of this. Part of it, yeah. Because yeah. It's that broken in there. It's kind of wedged in there. Oh, I see, it's only this part's missing. Okay. Yeah, but I think I guess that's, I can work it. That's the only way you gotta get some pliers and just pull like that. Exactly, yeah. It, yeah. But like from below, so like. I need like a hook or something. Because the other one is a stick that's already got one on it, the black one. It's the same as everything, it's just a different color. I got a black what? Like, just the cap? Well, or? It was a black stick cap, yeah. But it's already on a stick, so I could have brought you the whole thing. So the whole stick? Yeah, yeah. Okay. I mean, I don't want to change my stick box for it. Well, that doesn't change the box. That just changes the cap. Oh, just okay. Okay. Yeah, the box. I would still have to put that on here, right? I would still have to put the stick cap on here. I would still have to put the black stick cap on here. Yeah, yeah. You'd have to take the controller apart, but you wouldn't have to change out the box. This just comes right off. Oh, just okay. Yeah, I see something. All right, stick box, something else. Right. Yeah, right, the stick box is soldered to the thing. Yeah. No, I know all about it because, like I said, I was just grinding through them, so I was changing mine out every week. No, the stick box, it's in the middle. Yes. Let me see if I have to... You want what? Yeah. No, I do. One way for
Thank you.
Hier aus. Das sind ja spannende Begegnungen und also erstes Game könnte schon ziemlich was das knackig so? Werden. Mal wie Pipes. Das ist exciting. Aber ich sehe auch gerade, dass das auf der anderen Seite des Brackets ist, was gut ist, weil ich habe keine Lust, gegen Pipes zu spielen. Oder Mali? Mali. Du hast ja schon sehr viel ICs erfahren. Bei Mali habe ich das so. Obwohl, ich meine, wenn man so ein bisschen Schnee, seit ICs nicht wobbeln können, ist es so. So gegen Niki muss man halt Angst haben, wenn die das so richtig krass drauf haben. Aber Mali ist manchmal so nicht so krass schlimm, dass es so manageable ist, dass du so mal gegrabt werden kannst, wenn du mal das Stück bewegst und so. Man muss sich ja auch mal im Punish-Game auseinandersetzen. Ja, also es ist auch schwer, so ein bisschen das alles zu lernen, I guess. Vor allem, wenn du vorher wobbeln kannst. Ja. Also man muss sich halt mit einer Ebene des Spiels irgendwie auseinandersetzen, die vorher noch nicht existiert hat für dich. Punish-Game. Crazy, ja. Punish-Game muss man retten. Genau, aber das ist schon mal spannend hier. Was gibt's noch? Was Marius gegen Dennis wird passieren, aber das ist ja Dennis' Favorite, obwohl Marius das letzte Mal gewonnen hat. Weiß nicht. Obwohl Marius in letzter Zeit sehr gut. Marius ist ziemlich gut in letzter Zeit. Next Red Third könnte auch schon ziemlich spannend sein. Next Red Third, ja. Aber das ist auch eher ein Next Red Favorite, ne? Ja, also seit der Performance von ihm in letzter Woche war schon ein bisschen. Ja.
Ich denke auch so. Nick ist gerade auch ein bisschen am so wegpullen, habe ich das Gefühl. Das ist auch ein gruseliger. Oh, der ist auf meiner Seite von Bradley. Was halt auch gefährlich sein könnte, der Gewinner von den beiden gegen mich. Das sind jeweils die paar Leute, die gegen mich tatsächlich mal gewonnen haben. Oh, okay. Also auch die beiden hat das letzte Mal gewonnen gegen mich. Auch an der Stelle spannend. Aber du bist ja jetzt bist ja wieder auf der Höhe jetzt. Ja, jetzt habe ich einen Controller. Nice. Der ist insane. Aber Marius sah die letzten Tage auch super solide aus. Ja, ich habe auch ein bisschen mit Marius gespielt. Marius war schon immer ein bisschen cracked. Aber jetzt ist er noch cracked. Das war. Das ist so viel. Ich werde das auch mal besser werden. Ich bin ja arbeitslos. Arbeitslose und so. Ja, aber warum bist du nicht? Was? Warum bist du nicht gerade in Deutschland? Du hast doch Zeit jetzt. Ja, aber Mustafa ist doch auch arbeitslos, oder? Ja. Ich glaube schon. Er ist Red Bull Sponsor. Aber der spielt nicht mehr. Ja, aber er ist secretly number one. Das wissen wir alle, weil er arbeitslos ist. Stimmt. Aber welcher Top-Pair ist nicht arbeitslos? Welcher ist nicht arbeitslos? Ja. Also welcher hat einen Job? Ich glaube, die Top 3 haben die einen Job. Hat Kinso einen Job? Ich glaube, er ist Student, ne? Ich glaube, er ist Student, ja. Ja. Niki hat auch keinen Job. Nee, warte. Nee, ich glaube, der. What? Ich glaube, der. What? Wahrscheinlich nee, hat nee, so nee, der ist Masterstudent jetzt. Ja, die haben wahrscheinlich so ein bisschen so eine Hilfsstudiestelle, so 10 Euro die Woche oder sowas, so, das zählt nicht als Arbeit. Was macht Kin? Der arbeitet. Aber der ist er nicht in Ausbildung auch? Nee, die ist fertig, der studiert hier. Ach so. Und hey, das arbeitet ist nicht voll schnell mit der Ausbildung. Drei Jahre. Das ist wild, das sind 2 oder 3. Da wahrscheinlich bei Corona angefangen und jetzt? Verdammt. Stimmt, wahrscheinlich wieder so ein Timeskip-Ding. Jetzt macht er Informatik studiert? Oder? Mhm. Okay. Aber soweit sind das voll langweilig, ja, weil du das meiste schon kannst. Ist es halt auch. Verständlich, wenn du eine Ausbildung machst. Ich bin in der Ausbildung. Er soll mal Cyber-Security. Ausbildung ist so langweilig. Mach du mal danach einfach so Cyber-Security. Nee. Der Bund sucht so ganz viele Leute dafür und die zahlen so irgendwie so 6.000 Startgehalt oder sowas. Einfach bei so einem Unternehmen mitmachen, um Stream-Overlays für E-Sport zu machen. Okay, das wird aber wenig zahlen, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Nee, wer ist Cybersec-Experte? Das ist ja insane. Ja, nee, einfach irgendeine gammel alte Programmiersprache lernen, die Banken benutzen. Oh ja, das dann wird das reich. Fortan? Ist das einfach? Ich kenne die nicht. Aber ich kenne das, was hat Anni uns, glaube ich, erzählt. Ne? Das ist irgendwie so die Programmiersprache, mit der so alle Banken halt einfach die Konten operieren. Also yeah. Das können nur noch so 30 Leute auf der Welt. Die meisten sind halt schon an Alter gestorben. An Alter gestorben. Ja, oder anderen Dingen. Und es gibt noch keine YouTube-Videos darüber. Richtig, keine Verkannte, es können nur alte keine Leute. Keine YouTube-Tutorials. Wenn es welche geben. Irgendein Inder muss das können und dann einfach YouTube. Gibt's Kobol, genau, das war Kobol. Kobol? Ja, genau, das war die. Ah, Sasquatch Platypus. Er ist auch vom Stiller Gimmicks. Ja, weil Geld macht. Oder? Ich glaub zumindest war er das. Ich weiß nicht, ob heute Schiller-Gymnast spielen würden. Gegeneinander. Das wird eng. Wenn halt Jan gegen Nixwerk gewinnt. Könnte passieren. Wenn Jan gegen Nixwerk gewinnt, dann werde ich gegen Jan spielen. Übrigens. Aber mit Jan hatte ich historisch nicht so krass Probleme. Game 1 gegen Jan G-Pipes? Nein, nicht mal. Dann würde ich nicht gewinnen. Nächster Schiller. Ah, fuck. Oh, no. Never mind dann, ey. Das hat doch nicht so gemacht. Direkt bannen aus dem Chat. Was soll das hier? Die sind nur Schiller erlaubt. By the way, das Bild, was du geschickt hast, einfach das neue Berlin 13 Azzo. Welches? Weil du beim Laufen. Ach so, oh Gott. Welches? Das so abgefuckte oder das... Das, was du 8 Euro bezahlt hast. Okay, das war das. Better, ey. Mach das mal. Ihr habt meine Erlaubnis, das zu ersetzen. Ich finde das auch besser als das andere. Nur weil dein Bart an einer Stelle sehr betont ist. Was? An mir so schön Schatten. Wo, wann? In dem alten? Ja, hier ist glaube ich so ein schöner Schatten. Nee, glaube nicht. Nee. Das zählt nicht wirklich. Nee, aber das andere finde ich auch, das fand ich war nicht so ein krass gutes Spiel. Ich bin da so zu sehr am Grinsen. Das ist auch schön. Wenn du mal sparst, ne? Das, kennst du diese Backstory zu dem Bild? Nein. Das ist das Top 8 Bild von Smash in Wittenberg zu 3 oder so. Und ich habe ich gerade Top 8 geschafft, so, glaube ich, ein kleines bisschen surprising. Und danach habe ich gegen Hans verloren. Last Game, Last Stock, mit einem C-Stick-Issue als so, weißt du, ich musste mein Shield gehittet und war dann unter mir. Und alles, was ich machen musste, war Shield Drop, Backair und dann Dashback und Nie, ne? Auf FOD. Und ich habe die Backair gemacht
und mein C-Stick hat irgendwie einfach, nee, der Abwehr war es. Mein C-Stick hat dann einfach nie draus gemacht. Hat nicht getroffen, ich bin gestorben. 3-2 verloren. Geil. Krass aus, da war ich richtig sauer. Das hat so weh getan. Ich hatte auch mal so ein Fail im Puppet Smash in Wittenberg, wo ich fast gegen Maxi verloren habe. Stimmt, ey. Ich hasse ein bisschen wo ich, so gegen ihn, der war auf einer Plattenmatte, die Schiene saß, gegen Last Dog. Ja. Und ich wollte eine Jump-Up-Air machen, ne? Mhm. Um dann in den Ort zu setzen, kann man ja machen. Ja. Mach auch eine Up-Smash unten und der Shield Drop Rested. Oh, das kenne ich! Ja! Da hast du dein Schild mitgetroffen, ne? Ja! Aber das eigentlich, war nicht geplant! Aber es ist eigentlich krass, dass das immer noch ein Schild trifft, wenigstens so. Ja, ja, nein. To be fair, sicke Rest-Reaction. Ja, deswegen sage ich auch nichts dagegen. Das aber war halt ein Fehlinput von mir. Ah, krass. Das weiß niemand. Also, das so eine Up-Smash macht so eine risky one. Bin ich so greedy? Keine Ahnung. Das ist so traurig, dass ich nie einen Smash im Hintergrund war. Hey. Also, ich habe mich für 2020 angemeldet und dachte, dann kam Corona. Tut mir wirklich leid, dass Corona, dass ich Corona herbeibeschworen habe. Ja. Weil ich meinte ja, ich muss bei jedem Smash in Wittenberg dabei sein. Ich bin der Einzige, der bei allen dabei war. Und dann war ich halt nicht da. Und dann musste das irgendwie gecancelt werden. Ja. Und deswegen an der Stelle. Und das Turnier, was wir für dich organisiert haben, wo das kurz auch. Bevor das alles auch geschlossen war. Ich habe 3-0 gegen Spencer. Sick. Nice. Gut gemacht. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Und das wissen wir alle. Voll gesiegt immer. Du hast auf der wichtigen Ebene hast du gewonnen. Ja, ja. Im Herzen. Oh, 168. So nackt warm, so gut warm. Das frei. Boah, was geht hier ab? Oh, das sieht aber nicht so. Oh, Marley macht gerade krass Comeback. Oh, das war's aber, oder? Ja. 2-0. Eieiei, das ist ja hier. G-Pipes hat die Situation im Griff. Oh, aber jetzt kommt Ruhe. Der Traumgrund. So. Oh, erstes Song schon geholt von Deep Vibes. Sieht ja echt nicht so gut aus für Marley. Schöne Kopf. Haben wir hier ein USB-C-Kabel irgendwo eigentlich? Ich kann hier mein Ladekabel legen. Das habe ich tatsächlich mitgenommen. Weil ich selber keine Ahnung mehr habe. Das wäre sehr beeindruckend, wenn du das tun könntest. Ist da eine Steckdose unten noch oder so? Kannst du kurz anstecken? Danke. Ich sitze hier gerade so. Du hast eigentlich direkt dein Handy geben können. Ja. Hey. Hallo. Oh, war nicht viel zu lang. Ich finde das Matchup irgendwie so weird. Ich habe also keine Ahnung, ob Dream ein guter Pick oder nicht, oder Key oder irgendwas anderes. Oh, ja. Das ist auch so ein Matchup, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für beide irgendwie Spaß macht. Ja, also Markus einfach das irgendwie so runterspielen. Möchtest du gleich am Zoom spielen? Nix, ja. Wie steht's hier? 2-0 für Marv. Ah ja. Marv. Oh, Marv. Marv ist richtig sick geworden. Marv. I thought that our game was gonna be the longest one. Nein. Ja, man, yeah. Wenn die fair getroffen hätte, das wäre vielleicht was gewesen. Oh, ja. Das wäre wohl für mich. Oh, da muss ich mal. Games like sets that go 3-0.
Ah, yeah, that's true. That they are not like Magic of Tarot, Crypt of Fruity. Oh, da passiert was. This could be the star. Is it easy to believe? Oh. But I could have What? The jump is. Oh, was? Just, that's all my hand. Oh, yeah. This is gonna be deep. Oh, this is gonna be. What? None of the jumps are Galind? Galind? Nana Galind? Yeah. Oh no. Arthur hätte das getroffen. Er muss damit auf. Oh! Oh! Es ist passiert. Oh mein Gott. Oh! Das war's. Nee. Aber davon. Oh, ja, hat noch da, davon kann man nicht recoveren, ey. Oh! Okay, danke. Also, ich geh ans Freenode, ja? Gegen Nick? Next round, do you go? We have to play. Mario? Yeah. Alright. Marius hat Zettel gewonnen, oder? Marius? Pickbart? He's out. Right yeah. Okay. Oh, ich bin gegen den Gewinner von Both Target and Magic. Magic meinte, der ist heute nicht so gut. Er hat gerade so ein paar Matches von mir gezogen. Ja, Der gute alte Stein. Jan. Den kriegt so schnell keiner. Jan playing with glasses or having glasses since 2 months, I think. Oh, wirklich? Ja. Hat der nicht Vollschirm drin? Also seit 2 Monaten oder sowas, glaube ich. Oh. He's one of the a fellow glasses snake. Oh mein Gott. Und er überlebt noch. Aber nicht so. Oh, kein Punish. Krass. Ich dachte, er würde noch Downing kriegen. Oh. Oh no. Boah, schön. Okay. Ich werde ehrlich gesagt sehr glücklich sein, wenn Jan das gewinnt. Ja, das Gefühl. Die Schiller Gümmes Power, ne? Gegen den habe ich weniger Stress. Ja, und sein Schiller Gümmes Power. Schiller Gümmes Power? Ja. Ich muss erstmal so den anderen Schiller Gümmeser aussaugen. Ja. So Energie. Das ist wahr. Das ist, kennst du so Highlander? Das ist so irgendwie so ein 80s Action-Franchise, wo so. Da geht es um so eine. Um die Highlander, halt so eine alte, so diese schottischen Schwertmänner. Aber die sind auch unsterblich. Und es geht so um so den Kampf zwischen zwei von denen so über so mehrere Generationen weg. Und die können sich halt quasi nur gegenseitig töten, indem sie den Kopf des anderen abtrennen. Ich glaube, Mel Gibson ist der Highlander sogar. Oh mein Gott. Ich glaube, ist Mel Gibson 70er oder 80er? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt beides. Irgendwie sowas. Da gibt es so 3 Filme von, glaube ich, oder so. Die sind ganz okay, so. Oh. Oh. Downhill? Oh, nee. Aber das läuft sehr gut für Jan. Jan sieht ziemlich solide. Solid aus? Wenn er jetzt noch hier einen schießt. Oh, der hätte eigentlich auch dran lassen bleiben können. Shit, okay. Aber trotzdem, 2 Stops. Das ist doch mal was hier. Mit schöner Gimp. Schöner Gimp. Schöner Gimp ist? Böse? Gegen J. Oh. Oh mein Gott. What the fuck? I play the loser of Nick's third. What is bullshit? Hey. Mali könnte O2 gehen. Ja, das ist so dumm. Oh, oh mein Gott. Was ist das? Oh, der lebt nicht. Oh mein Gott. Tschüss. Okay, Jan on a tear heute. Schöner Gumpus. Oh, ich muss schnell verinnerlichen, wie das mal Down for Lead treffen muss. Dann habe ich gute Chancen. Übrigens, Boff Target gegen Magic dauert gerade sehr lang. Warte. Das könnte spannend sein. Aber Magic meint heute wird es wieder ein Kommentatoren-Tag für ihn werden. Mann, er soll auch so Sachen zu predikten. Vor allem mit so einem Mindset wird es einfach nur sowas werden. Oh no! Oh! Ja, das ist ein Stilgrad. Ich werde es akzeptieren. Tolerieren. Ich hätte das Gefühl, es gab da einen besseren Punish. Oh, schöner. Ja, ich nehme es zurück, das war schon okay. Alles ist gut gelaufen. Ah.
Oh no. Nee. Oh. Oh no. Oh, oh no. Ist das super weird? Ein tolles Stage, um zu lasern, für Falco. Oh. Das hätte ich. Ich glaube, wenn man so keine Chance auf ein Follow-up hat, dann sollte man doch eigentlich immer einfach eher downer in den Boden, oder? Mit Falco. Ich habe das Gefühl, das bringt einfach mehr. Downer mit Reacten. Ja, da kannst du auch noch so eine Tech-Chase-Situation halt forcen. Auch wenn die. Ich glaube, da kann man nicht garantiert was rauskriegen, aber vielleicht auch mit einem Read oder sowas, dann geht das schon irgendwie. Oh! Oder halt versuchen. Das könnte sehr riskant sein, halt Weak Back Air und so down, ja. Einfach die Paul-Kombo. Ja, aber das bringt ja auch nichts, wenn du so weit so in der Mitte der Stage bist. Ja, weißt das du? War also, ja schon relativ. Aber das war gerade eben so das Ding, so, er hat halt gerade die Kombo gefinisht mit so einer Back Air, die irgendwo halt hinging, so, okay, oder in der Nähe. Aber halt, wenn er da gedownert hätte, hätte er vielleicht dann nochmal irgendwie ein anderes Follow-up kriegen können. Und ich glaube, Down-Tilt auf jeden Fall nicht da, wo er gerade den Rest-Punish probiert hat. Oh shit, übrigens, ziemlich ist nächstes Mal ein bisschen in Führung schon. Ja, aber trotzdem, das heißt nichts gegen Puff. Das muss nichts heißen gegen Puff, das stimmt. Ach, ich bin wirklich müde, ey. Sein. Oh. Schade, schade. Lebt noch. Aber mit 113% von. Ah, Mann. Er muss ein bisschen grabben. Hat so Tomahawk machen oder so. Ja, da. Das war ein Afro. Oh, auch so Late Aerials macht er ganz, ganz gegen. Aber schön, dass Nix Red die ganze Zeit Kontrolle mehr hält. Und mit den Lasern. Du bist so nervös gerade. Bist du halt schiller gewusst. Das bedeutet mir wirklich viel. Ja. Oh mein Gott! Wie viel Prozent hat er? 120 oder so, glaube ich. Das tötet Schein. Und das ist halt auch FD. Ah, das ist schon. Ja. Weird. Ah, oh, schade. Und wenn er den Kills schnell kriegt, dann ist gut. Oh no. Und jetzt er hat den Kills zwar nicht bekommen, aber er und weißt du, was jetzt auf dem Tisch ist? Oh ja. Wir haben hier eine schöne Speise. Oh no. Das Einschlafen, ne? Eine schöne Speise auf dem Tisch. Oh no. Oh no! Und sagt. Das war ein Rest. Nein. Noch nicht. Schade. Aber. Das war schon erst schon viele Prozente. Oh. Die kleinen Preise. Der kleine oh Preis, no! Der kleine Preis ist heiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Kurs. Das war's. Oder das muss doch gegeben sein. Oh. Das ist nicht safe. No. Jetzt müsste er langsam vom Schein wieder sterben, scheinbar, ne? Also, ich glaube, das war das. Wenn man der Geschichte Glauben schenken mag. Oh Gott, ist das spannend, ey. War das Fiktion oder war das Realität? Alles eine Lüge. Oh nein, das war's. Das war's. Ich bin dangerous. Wie gut für mich. Ey, Boss Tage gegen Magic spielt immer noch. Krass. Das muss 2-2 stehen jetzt eigentlich, oder? Also hier ist ja langsam fast schon Runde 2 einiges jetzt über. Und auf die ETS. Aber Jan hat danach noch zweimal Dreamland. Oh. Oh. Jan macht immer Rolle weg. Das ist irgendwie so ein Puff-Ding, glaube ich. Die machen immer Rolle. Ich glaube, Buff Target hat gewonnen. Was? Ich glaube, Buff Target hat gewonnen. Ja. Und Magic tweetet was. Oh no. Und sieht's ganz fertig. Joel?
today, yeah. 3-2. 3-2? Ooh, alright. What a long set, right? Me too. Yeah. Yeah. Wait, what's eight? Hey, look at me. Look at who I have to play. Yeah. Oh god, I have okay. It's such hey, you're gonna have your run back. You're gonna get your feature run back. I gotta play Nick. I mean that's not his game. Marius hat 3-1 gewonnen. Okay. Dann musst du den Bowser-Verlierer spielen. Gegen Magic? Gegen den Bowser-Verlierer? Wie habe ich das gewonnen, Alter? Dreckig. Oh, das war richtig schön. Ich glaube, hey, ist das gut, Party Plus, was geht? Auf Target hat ganz knapp, glaube ich, die Magic gewonnen, so wie das Set ausging. Jan muss Glasses, oh mein Gott. Oh, what's up, Ash? Hm, was? Ich glaube, auf Target hat ganz knapp die Magic gewonnen. Wie sieht's aus? Hat auch mal weiter gedauert. Ich bin wieder hinten. Ich würde gegen dich. Ja, das ist. Ich würde gegen dir. Absolut. Hättest verloren mit mir, oder? Ja. Oh, ich bin jetzt weit. Ich bin fertig. Dann lass ich es nicht. Oh Gott. Hast du gerade zwei Pfafflegende? Nein, du bist eine Chat-Legende, Alter. Gegen wen würdest du lieber spielen? Gegen Hazard. Ja. Gegen wen musst du auch jetzt? Also, oder? Ich hab gegen Konzil. Er weiß ja auch ungefähr, wie man gegen dich spielt, ne? So, jetzt musst du noch Kanzi besiegen. Und dann nur noch Passek. Und dann nur noch...
Das ist echt geil. Kann ich was rumdrücken oder passiert dann was? Kann ich was rumdrücken oder passiert dann was? Ich hab da den Bumm gedrückt. Kannst du einfach nicht drücken. Nein, dann stehen andere da. Sieht man nicht. Oh, oh. So ist nichts mehr. Oh, das Ich hab dich. Oh mein Gott. Oh ja, baby. Er schiebt den auch über mir. Berlin 13 Wort. Oh mein Gott. Stimmt, ich hab ja Remote, Alter, das hab ich voll vergessen. Ja! Das ist so ein geiles Emote. What? What? Ey, Jan, did what? Ich war bei 178% nach dem Schein, als er mich damit gefühlt hat. Iran, did what? Genau. Schein schon erst bei 165. Aber trotzdem war es insane, dass der Schein dich von unten getestet hat. Das ist so bei Schalke. Auf, als die Luft. Vor allem auf Luft. Ey, wir haben keinen Berliner Luft hier. Pinkfahrt gewinnt 3-1. Ich bin auf ja. Ja. Ich bin zweit. Thank you.
scores here. Der Loser landet dann da, okay. Hm? Der Loser landet dann da. Hat uns hier. Was, Loser of L? Ja, warte mal ganz kurz. Machen wir schon. Gerade sind schon Loser hier? Guck mal, hier spielt Loser of L gegen Loser of W. Digga, das ist Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh mein Gott, das wird lustig. Oh, hell no. Also, ich muss gegen das. Vielleicht. Okay, ich muss mir Subway Surfer runterladen. Oder Magic oder Deep Red. Das Tournament boring as hell. Every goddamn time. To be honest, ich habe mir letztens Super Hot, Super Hexagon heruntergeladen. Und, Und. Und Geometry Dash. Ja, shit. Da bin ich jetzt einfach so diese Oldschool von 10 Jahren. Wir verlieren dich an so Kinder mit ADHS. Ich hab ADHS. Ich hab auch letztens gesehen, dass ich als Kind mal auf... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck, Mando? Clip that shit! Nana hat einfach... Walk of Down Air gemacht und dann ist er gestorben. Also auch so ohne Kontrolle oder irgendwas, ist einfach dahin gelaufen. Yeah. Fuck you! Fuck you! I got this one! So I won with the drop. Hat das einer geklippt? Holy shit! Ashley, clip that. Ashley, you're a clipper tonight. We're counting on you. I wanna see the Nana kill. Yay, nice hand up. Fucking wild. Oder Max, das kannst du auch machen. Woo! Sometimes there is a god. And her name is Nana. God is dead. Oh! How did he get that? What was the Beyonce song? Was that God's a Woman or something? Yeah, God's a Woman. Girl. Did she just say God's a Woman? Ich glaube. Okay. I thought it was so. like a God is real and she's a woman or something. Yeah, okay, something like that. Maybe. I don't know. Anyway, it's that. That's the song, that's why. Oh! Oh, he waited for his moment and he got it. Holy shit. Okay. Surprise him with is a that one. One? Yep. Woohoo. Oh, shit. Sure. Oh. Yeah, this is good. Yeah, I'm sure it wasn't sorry. Yeah, no. Ha 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 ha!
Don't look. Oh, was ist das? Das geht ja auch noch. Ich habe 3-0. G5. Danach. No. Nana hatte vorhin den krassesten Kill. Nana ist einfach offstage gegangen und hat Stand Sterne richtig? Nice. Ja. Heute ist das der Kill? Die fürchtet den Tod einfach nicht. Ja. Mal führt das irgendwie. Also ganz close, aber. Robo ist einfach einer von Fast and Furious und sagt einfach nur Family. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöne Coverage. Kurz und Prozess. 2-1 für Nick? Ja, so viel geht auch. Not recently. Not really. Marius is really solid. He got really good recently. Like not strong absent, but I thought that Dennis was. He was low. Stronger. Marius was low, so good. I don't mind receiving feedback, but I was receiving feedback that is like really micromanaging. So I was like in a conversation, like one-on-one, like, look, I want this feedback, not this feedback. At the end, it turned out well, but it was a little bit not like a happy day, let's say. But at the end, it turned out well. Adia? Yeah, I had to wake up at 6 a.m. Oh, man. And had school since 5 p.m. Oh, man. Yeah, I hate school. Was gut? Nah, pretty boring. But do you go, or do you go on, like, online? No, like, we have virtual class. Offline. Nice. I'm a trainee. Ah, you're like, okay. Where? Software development.
Huh? Software development. Software development. So, software development. Yeah. I understood like software and then something in German. Like what? Software. Ah, software. Nice. Yeah. Oh. It was pretty boring today. Well, there are days like that, right? Yeah. And you had the whole day like from 8 a.m. until 5 p.m.? Yeah. And I can. And math at the school is so expensive. It's like €2.50 for one mate. Ah, for one mate? Yeah. But there are students, you should be cheaper. I mean, like, what I do Späti, it costs €2. Yeah, exactly. So, on the Späti, like, yeah, the expensive Späti is €2.50. So yeah, but it's so crazy. It doesn't make sense. Yeah. And the Revi, like, one. And, yeah, actually, you can commentate next week with Magic. Nah, yeah, today I don't feel that commentating. Mm. Man, are you going to the HTS? I'm not going. Oh, when is it? Next week? The next, next. Oh, I'm 2 weeks. Yeah. I mean, maybe later I can get in the mood and we can commentate. Yeah, I'm just sitting here. Watch some Mayday. Of course, oh, Marley actually got a game. That's good. Oh, that thing is that. Yeah, oh. Get ready. That's his head. Crazy, Marley went 0-2 today. Oh no. That's such a rough bracket. It's so crazy. Yeah. Which one was the first one? Ah, G5. Imagine you playing against G5 and next match. Fucking every time, man. Every time, man. No way. Did you look at every time, man? Fuck, did you look at G5 at Marley's bracket? First against you and then against Nick's Red. It's such a stupid bracket. Yeah, when there's 15 people, there's always like someone that might go 0-2 with a really hard bracket. Yeah. You know who is the 13th place in the next Berlin Power Ranking? Who is it? 13th is Boftag. Oh god. Yeah. Well, yeah, I guess like most of the top 10 is here. I guess the top. There's no Caro. No Caro, no Squid, no Khan, no Nikki. But almost everyone else is here. Ich hab verloren. Ich hab einmal die Hoffnung gehabt. Danke. Das ist einmal nicht sieht. Hab ich schon mal gemacht, aber heute. Ich dachte, das würde nicht rauskommen. Let's go. Isn't that spot target, I think? Oh my god. Ah, yes, oh, yeah. By the way, the Nana kill was so funny. Yeah, buff target. Double shine? Yes. Double shine laser? Yeah.
Yeah. It's pretty, you're lying pretty smoothly, right? For Parseco. Thank you.
So, was ist das? 3-0. Für Prosecco. 3-0 für Prosecco. Ja, gut. Was war das? Ich hab den Loser ja in den Arsch der Welt, ne? Weil. Hm? Und das Finals schickt den Loser ja in den Arsch der Welt. Yes, sir. Nee, das war. Und konnte nicht vom Spiel. Überlege gerade, Nick Schiff auf Tag. Dann können wir halt alles im Loser spielen. Ja, wir spielen schon. Ja, spielt er aus, ja, dann machen wir. Frage ist halt. Okay, die Gewinner. Die Frage ist halt, wie wird dein Spiel gegen Dennis werden? Wie lang es werden wird? Das könnte wirklich das auffallen. Das könnte das auffallen. Deswegen würde ich auch das Training durchmachen hier. Ich möchte das auch sehen, ne? Das würde ich gestreamt haben, glaube ich. Sehen. Sehen du gegen Dennis spielst, einfach gleichzeitig auch noch angucken. Weil das ist geil. Ja. Weißt du, gegen wen du spielen musst? Ja. Beide Spieler, die du gemacht hast, ne? Beide Spieler, die du gemacht hast. Ja, ich kann mit beiden fahren. Ich würde längst gerne gestreamt haben, weil das kriegt sie Bescheid. Das andere wie Dennis und ich gesehen. Das wird. Das ist auch also, ja, schon. Das wird aber eine halbe Stunde oder so gehen. Na gut, dann ist es halt so. Ja, das halt. Aber. Sag nur eins, letzte Crew Battle. Ich glaube, Dennis hat schon zwei. Julian, sage mal nur so, letzte Crew Battle. Letzte was? Crew Battle, so um halb eins oder so. Ich werde vorher noch Dennis und letzte Game oder so. Ja, dann. Ich könnte auch so vertikal spielen. Da kannst du einfach die Ledge schicken, kann dann reagieren, ob sie hochgeht oder von der Ledge. Aber wenn ich das Koffer die Ledge gehe, dann kommt sie geht hoch, dann bin ich so, okay. Wie komme ich jetzt in einer halben Stunde, zwei Sekunden da oben hin? Geht nicht. Einfach schneller sein. Dann landen wir doch auf der Lüne-Plattform, die wir da kommen. Einfach readen. Einfach was? Readen. Ja, aber dann dürfte er ja zurück in jeder Welt. Das ist halt nicht optimal. Aber das sieht schon ziemlich knapp aus. Und? Oh mein Gott, ist das schön. Also, du hast gerade nicht viel auf dem Bein. Ich würde gerne so nennen. Ist das Schiller-Gimmis? Schiller-Gimmis? Let's go, Schiller-Gimmis? Oh, hier. Schisch-Gimmis! Was soll denn das ist? Get his ass! Schiller Italian Freeway? Oh! Oh! Flowchart, Junge! Oh! Ist das Wizard? Du hast ja gerade einen neuen Pass gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leider, ich bin nicht. Danke fürs Kommen, Mann. Oh, der Absprech. Oh, okay. Pass auf. Oh, gute Hose. Oh. Oh. Oh, so many stray hits. Oh, the stump. Woo. Schöner Günther. Thank you.
Exos und Boss Tarnet spielen, haben wir? Krass. Ja, Boss Tarnet ist gut für den Exos. Schneller. Wir haben ihn dann jetzt
Wisst ihr, dass ich schon gespielt habe? Gespielt haben. Wer Nick jeweils hat, glaube ich, gewonnen. Nick, how was the score? 3-1 for Nick. Schön! So, jetzt haben wir doch beide Sets verloren. Ich dachte, die werden schneller fertig als. So, welches Set geht schneller? Die zwei. Die zwei Spaces oder die zwei Flow? Die zwei Spaces oder die zwei. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Sets noch haben. Das ist. Einfach mit Set die Setups wechseln. 5 Sets. Das so Mitte zweites Set ziemlich shaky aus, ne? Bei was? Du. So, ich hab von da war es auch so ein bisschen Match, ne? Bei dir ausgegangen. 3-0. Hätte gewonnen jetzt, oder? Ja. Holy shit. Schiller Gümmes. Schiller Gümmes. Frage nicht. Schiller Gümmes Grand Finals? Let's go. Ist drin. Mach mal. Ich muss nur gegen nur Dennis Marius und. Ja. Nur. Hey Leute, gegen die ich eine negative Statistik habe. Ich glaube, drei Leute, gegen die du alle schon gewonnen hast. Das stimmt. Also, hast du gegen irgendwen noch nicht verloren? Echt? Hast du mit? Hat doch schon mal gegen Dennis gewonnen. Einmal. Was? Ja, genau. Er hat ja auch mal gegen dich gewonnen. Hast du überhaupt noch nicht gewonnen, außer so Niki oder Arthur? Gegen mich hast du schon mal gewonnen. Kahn. Gegen dich habe ich eins geholt. Ja. Kahn. Gegen Kahn, Arthur. Gegen Kahn auch. Hab ich nicht gewonnen. Achso. Gegen mich hast du auch keins gewonnen. Doch. Doch eins, ne? Grand Final Reset, ne? Du hast es gerade als Liste gesagt. Ein Grand Final Reset. Hab ich nicht gewonnen. Aber ich hab noch nie gegen Karl, gegen Arthur, Niki. Aber ich hab GameStop eingeholt. Ist ja auch hart. Oh shit. Kevin got the beer. Ja. Now we will Zuli will come on stream and rage about characters. The timer is good. So ist nix. Okay, hype. Hype. Hype war hype. Oh mein Gott, dieser SD. Ah. Dieser was? Dieser SD. Ah, noch einer. Ah. Peinlich. Ah. Schlecht. Kein Hobbystock. Oh mein Gott, ja stimmt. Heute ist ja Blue Checkmark Purge. Das ist was? Blue Checkmark Purge. Ach, ist doch jetzt? Ja. Okay. Weil es 420 ist oder was? Es ist Elon Musk lustig. I don't know. Because it needs to be somewhere. What's the pill? My pills. What's that? My pills. Adipan it's called. It's against pain. Pain color. You got pain? Yeah. Sorry to hear that. Good luck. Neurological things. Neurological things. Mm-hmm. Sucks. Yeah. Mm. Cheers. Cheers. How was your set against Dennis? Nothing. I didn't play Dennis. Hmm? I didn't play Dennis.
You played Nick, right? Yeah. Well, how was the play? It was good. I mean, he's really good. He was playing well. I kept putting in all of my inputs like early. Yeah. Which is like you just definitely lose when you're playing against Falco. Like I'm trying to nair early and get hit by a laser and then spare. Yeah. And it happened over and over again that for some reason I saw the laser coming at me while I was nairing, and I input three fares, but I was still in lag from being hit by the laser and the time that I... So nothing came out, so that's what you're supposed to do. But there is no lockdown or something like that. There is. Yeah? There is. What do you mean? Oh, not a lockout, yeah, but... Input lockdown when you... No, well, so you're in hit lag. Yeah. But it's not like a lockout, like a tech lockout or something. Like, if you press early, then you're just not allowed to do it anymore. But it's just like, I went like, bam, bam, bam. But I needed to do another one, and it would have worked. And that just happened to me over and over again. Like usually my brain is too slow for the matchup, but today it was too fast, and I didn't know how to deal with that. That sucks so hard. I know. It's weird. And then... So he beat me the first two games like pretty solidly. Well, the first game he clutched out. Second game he kind of whooped up on me, and then third game I clutched out on him, and the fourth game it was like neck and neck, and I really believed that I was going to come back and beat him. It was last stock for both of us on Yoshi's, and to get the last kill. Oh my god! I did the. I did the ledge tech jump, like he down smashed at the ledge, and I did the ledge tech jump, which kills Marth unless you cancel the momentum with the back air. I canceled it with a side B, but I did it a little bit too late, and he had an easy edge guard after that, and I was very sad. If I had just done a normal edge guard, it would have been easy. Shit, Marius. He told me that he was practicing against Falco this week. Yeah, he lost last week. Twice to Nick. And he was sick of it. Yes, I am also sick of losing to Falco, I'll tell you that. But you don't practice Falco. I mean, I play lots of Falcos. I mean, I don't really practice anymore. I just play ranked. It's very stupid. But it helps a lot in some ways, but in other ways it doesn't help but at all. But not with your emotions. Emotions? No, it really does. What? But you get to practice it over and over again. Yeah. You know, like you get to practice being clutch and being clutched out. Yeah, he's cheesing him. Marius is the kind of competitor that he will embrace the cheese. He will get you all 12 stocks cheese. He will not care. Embrace the cheese. Embrace it. I mean, that's fair. Like, you're playing Fox. Like, what? Well, you gotta pretend you're not, you know? Oh my god. That was weird. Nah, it's kind of easy to shrug off ranked games, though. I think it's a lot harder to do it in tournament. Yeah, my internet sucks, so I can't play right. Oh, really? That sucks. Damn, Marius bobbed his head after an SD. He wants it so bad. Oh, I wish I could have played him today. Fuck. It's so funny because the winner of them needs to wait for the other set to play. Those two. And that's Dennis Young. Yeah. Oh my god. This one's gonna be over right quick. Oh, Nick brought it back. Oh, I wasn't paying attention. I think it was also last game. Oh. Nick's got great recoveries. He did that to me all set. I could barely get a beat on his edge guard. And Nick has always great momentum shifts. And that 2-0 Marius. He was ready. He really practiced this match. He really did. It's true, actually. I really just need to practice my against laser options. If I had done that a little bit this week, I think I would have beaten him today. Maybe make boot camps with Nick. Yeah, but then he'll get better at my stuff, too. So. Yeah, I miss the old new boot camps and something like that.
Oh my god. We have so many people, we can do it, right? I think. New boot camps and something. New boot camps. Yeah, that's true. Yeah, that'd be a nice thing to do. I mean, give most of the time the tournament experience is so unfriendly to new players, you know? Yeah. Or even players that are just rusty. I mean, even today, Mali went 0-2. 0-2. That's rough. That's rough. Against G-Pipes and Nick. Wow. Yeah, that's not right. That's not. And then, you know, you would. He's got a good chance of winning both those sets, but yeah, he would be favored to lose both of those, and that's just lame that such a good player is you know, basically just seeded to lose 0-2. You know? but he was pretty good as seed. I think 9th or something. Yeah, 9th seed. Yeah, that's what the tournaments are like here. Too much. Too stacked for too stacked, Germany. Yeah. It's very top heavy. Top middle heavy. Yeah. It's crazy. Yeah, he wants to gift them. You see, today's top 8 is also. Did I make it? I didn't make it at top 8. Yeah. Oh, I did actually. Okay. Yeah. Whatever. 8. No further. 7. Damn, I would have. Makes me so sad that these I should be running these brackets, you know. If I beat Nick and then I could beat Marius, and then I beat third or Dennis. I miss playing against Sheik. Sheik's not. Yeah, I miss Sheik players. You get a fair bit on. I used to be really pissed about that matchup, but I figured out how to play. Imagine Benno coming back. I'd be so excited. That was so cruel that he said he was coming back and he didn't come back. He registered. I was so excited. I wanted to beat him so bad. I bet he would still beat me. I think everyone was excited who knows Benno. Yeah. He's such a good person. Yeah, indeed. Come back, Benno. Yeah. Come back. Come back. Come back. Hey, come back. Titanic. Yeah. I forgot that was a line. That exists. Yeah. I haven't seen that movie in a long time. Same for Tough Seed. What were they? What was their team called? Tough Seed and Benno? Serf. Serf. Yeah. Team Serf. Or Schwiffy. Schwiffy. Yeah, they come back. Well, if he came back a couple weeks in a row. Buff Target was also there at the Arcadian. Me. Huh? I knew some way in my name. Yeah. Oh, yeah. You just meld the Marth players. Yeah. When he was active, you both were pretty close. Yeah. Yeah. That's right. It's so insane how good everyone gets. Yeah. Oh god. No, Sean Wayne. Yeah. Like when I first came, like he was just on the outside of the PR looking in. Also with Young. Young came 27th, 15th. Yeah, he came it's like a year so after insane. It is. Insane. Yeah. With the new, he came with the new Jedo here in Charlottenburg. That's right. Ooh. Doesn't even know about the meltdown. I was twice, I think, in meltdown. Pretty good from both players. Yeah. Great defense, but. Better cheese. Oh, that's nasty. The Leffenshine, I guess. In Berlin, we embrace the cheese. Embrace the cheese. Sadly, Melee don't have little Mac, so you can get mac and cheese. Oh my god. Do it again. Oh! The cheese? Oh, nice tech. It's nice to play a character that does the fucking tech wall jump and it's good for him. And also you get the normal wall jump. Wow, Nick. He looks pretty poised here for the reverse 3-0. But Marius always has another character. Oh my god! The up tilt was so good. Yeah, up air too, holy shit. Oh, the angle.
there's a normal get up and nothing happens. It's not fair. Wait. Oh, wait, they're jabbing him. Oh, this matchup is so crazy. Super close. Oh my god, the click. In this matchup, personally don't matter. It's so crazy. Well, oh my god. Game 5. Game 5. We're going on FD. FD, wow. Get out of there. Oh my god. Is there nobody in chat or is that the chat? Oh, here's the chat. Are they talking to us? No. Oh, we got a lot of people watching. Welcome, Channers. Oh, Phantom. Oh. Oh, almost. I can't feel like it would have been better off just down smashing, though. You know, if you down smashed it, Nair, back air. Yeah, something. Yeah. Oh, he got it anyway. Marius don't get the drifts. Marius being very patient on the ledge there. And he didn't get it, and he's gonna die for it. Oh my god. Oh, just barely missed the wave dash to go too short. This stage is so deadly with Falco. Look at like Marius gets amped up, man. Like he doesn't matter. Oh. He wants to give so bad. It worked a few times, so he's... Oh, what? How did that miss? Damn, that's rough as Fox. You don't want to be killing Spacey with up tilt. He didn't finish your food. Oh, that fail. That's some tricky shit. Tournament stock? Right, all the way back. Maybe with the reversal? And the lead is also pretty huge. Oh my god. And he's 7-11. Yeah. Grab it! Waited out the spot dodge, but wrong option. You gotta click. Oh my god, that's such an unfortunate end. Man, crazy. Nick with the reverse swap. Thanks. yeah. I'm not waiting. You didn't say you don't. Yeah, that combo was cool. Now we need to wait for. What? We need to wait for the two floaties.
Dickerchen, was für ein Lied aus der Hölle. Junge, oh, machst du immer. Ey, bei 89. 84 nach damit. Das heißt, es ist bei 70 oder so. Ich hab Pete bei 70, ich hab Dreamland natürlich, ohne Rest. Bisschen blass? Ja, bei mir. But it was close though. Was? Du musst dann gegen Nick. Ja. Ah, ich konnte ihn nicht nochmal vermöbeln. Also Nick hat mich, glaube ich, vermöbelt. Das erste Game war so, erste Set war so lucky. Okay. Ah. Okay. 1, 2, 3 Sets noch. Okay, nice. Bei Nick, the last stop was so cheap. Meines war nicht. Und the last stop was so No, that was actually, I think, a good recovery because I've been side, like, on that research, I've been side constantly. And so I was like, okay, I'm gonna side with blue eyes. And he shouldn't have done it. It was like, down there, or until you reach there. Yeah, that was so sad. What's the score? What's the gorf? Oh, the Berlin special. Oh no! That's at least a 1-0. No, what the fuck? There's...
he reads the trademark air dodge. Oh, and he almost gets moved. Oh no! Unfortunately. Ooh, okay. Still pretty even. Wait, was that a 5-hit combo? How? Oh, close. Cherry trees, and they sell fruit wines there. And they're just
just like, it's not super like sweet, it's more like on the drier, like sour stuff. But the environment's super good. It's like a really nice game. If you feel like the city's kind of in the world. But yeah, it sounds super good. Saturday? What time? In the morning. Where are you off to? Noch ein Game gewonnen. Also müsste es wahrscheinlich 1 oder 2 einstehen. 1-1 steht. Achso. Das ist halt der FIFA. This wouldn't be the first time somebody went to two parties in succession. Actually, there's substances for that. Nee, generell halt auch Berlin ist halt international. This is the first time. Probably since like 2 years ago that like I actually like three. Yes. I like just finished my bachelor's. Let's go. Good morning. Good morning. Wieso? Alle Schüler sind hier. Achso, wegen. Vielleicht musst du Schule. Werde heute auch etwas früher gehen. Dafür kann ich nächste Woche richtig beefen. Richtig, nächste Woche richtig beefen hier machen. Das ist bei der 3. Urlaub genommen, Donnerstag.
Samstag, Freitag. Einfach so? Ja. Montag ist ja auch dann, danach den Montag ist ja auch Urlaub frei. Wegen 1. Mai, stimmt. Ja. Da war ja was. Wir haben schon fast Mai, scheiße, Alter. Ich muss mir nächste Woche noch Marte treffen. Ich hab keine mehr. Zu Hause, meinst du? In der Schule kostet das viel zu viel. Du hast geschrieben, 2,50. Das ist so dumm. Das ist schon. Kommt so an. Gerade an Schulen sollte sowas ja billig sein. Ich glaube, bei uns kostet aber auch so eine Fritz-Cola irgendwie 2 Euro. Das ist auch so, trinke ich halt nicht. Und wir haben halt direkt einen Rewe daneben. Ja, bei uns gibt es halt nichts in Anhier, das ist halt das Problem. Noch nicht mal ein Späti. Ja, aber bei uns, wir haben halt direkt neben der Uni einen Rewe, das ist halt schon richtig nice. Aber unsere Mente eigentlich ganz nice. Das Essen ist relativ billig und auch ganz gut. 1,30 für einen Kaffee, das ist okay. Ja, bei uns gibt es halt Falafelbrötchen, was richtig geil ist. Falafelbrötchen ist schon geil. Ja, vor allem halt auch noch mit so einer Tahin-Soße oder Sesamsoße. Ja, ballert. Er geht endlich raus. Klingt nach Game 5 was eventuell. You might have, you know, have bad time finding an apartment, for example. Aber man darf es noch nicht zu früh sagen. Siehst du so fett? Ich weiß halt nicht so. Also sieht ich schon stacked aus. Ja, das ist mir egal. Ich aber UK ist halt auch kacke. Nein, das ist halt besser in London, ja. Aber wenn es halt wirklich so am Arsch der Welt ist, noch dann irgendwie so mit dem Bus dahin fährst und so. Man muss da noch nicht einen Reisepass holen, ne? Nee, ich glaub nicht. Ich glaube, da war auch so Asta im Chat und Öfan und Rix irgendwie. Und die haben so die Avola Fett-Reise geplant. Und da dachte ich mir auch so, ich werde nie wieder auf ein International gehen. Ich habe so gar keinen Bock, mich hier um so Reise zu kümmern. Ey, welchen Bus, welche Bahn, da war mir viel zu stressig. Ich habe da keinen Bock mehr. Beim Südwesten war es alles so chillig, weil jeder ein Auto hatte. Wir sind halt überall hingefahren. Und jetzt ist es so, wenn ich irgendwo hin will, nee, muss Bahn und Na, Sebi meinte, dass der mal einfach cruisen möchte, so. Ne? Sebi meinte halt, dass er eventuell cruisen möchte, so. Wenn wir dann irgendwo wegfahren zu einem größeren Turnier. Was halt auch geil wäre. Also ein Fett wäre ich dabei, wenn man mit dem Auto fährt. Ja, mit so einem Minibus oder so. Ja, ja. Und dann halt mit der Fähre rüber, da hätte ich Bock. Ja. Ich glaube, das ist auch viel näher, das ist ja gleich an der Küste dort. Ja, ja. Da, wo dann die Fähre fahren würde. Bei Eurotunnel gibt es ja auch, ne? Und ich weiß nicht, so kann man vielleicht irgendwie so nach Holland und auf Holland irgendwie einen Wagen mieten, würde das gehen. Und dann von der Grenze irgendwie mit der Fähre. Ne, man kann ja auch mit dem Eurotunnel. Ja, aber das ist lame. Ja. Ich warte. Oh! 3-2? Thanks.
but if you're like if you're poor enough, then they like give you some money and you have to pay back half of it, but only to a limit of 10,000 rupees. So like the most you'll ever have to pay back, even if they like gave you 40,000, is 10,000. And even then, I think if you pay everything all at once, they give you like a significant discount, like 7,000. So, yeah, that's a pretty easy system. I kind of got screwed over by it, but like, I haven't really seen any money from any of my parents. And, you know, since I started studying, basically, but they're telling me my mom needs to like, just find 600 somewhere. Which I know she doesn't have. And then my father gets off stuff. He doesn't have to pay anything. Which is also weird. It's like the calculations are simply like off, and then some people are shafted by it. But like the poor people, they get like almost $1,000 per month. The university is super cheap. So it's like, it could be worse. Which university do you go to? UCLA. Oh, the one in the... yeah. A friend of mine actually did her exchange with her. Somewhere in that area. It's a nice location. Yeah? LA is fun. Yeah. Personally, yeah. Heard it's like kind of dangerous. Depending on what you say. A lot of American cities say it is. Well, that's correct. We both also kind of dangerous. Oh, really? It's not bad, but like, I mean, there's parts of LA, like, the south LA, yeah. Like, south LA, the south side, the one they rap about. Yeah, that's where all the games are. I got a little too close to Market Street in San Francisco. I heard that one a lot, too. Von dieser Scheiße. Also mit dem Unterschied, also ich hätte normalerweise heute bei Heide gepennt, aber das geht natürlich nicht. Einer bei uns muss 2 Stunden länger fahren, deswegen kommt er einfach nicht zur Schule. Ja, fair. Weil er wohnt in Buch und muss nach unten, ja. Grenzallee. Ja. Das ist halt meine Schule. Boah, dicker Buch, Alter. Oh no! Bierhasser.
The cheapest beer. Ja, Sterni, the best beer. Preis, Leistung und Stark und Schlagbar. Voll. Kein Sprung? 2-1. Glaube ich was. What's the score, guys? 2-1? Okay. Also richtig. Ja, good shit. Good shit. Okay, ja, also im Top-Level sieht es so aus, dass... Ja, ist halt noch nicht so. Ja, im Mid-Level hingegen, sehr spannend. Maxi war immer noch nicht da. Ich führe das Feld an mit 70% Winrate. 2-5. Kann ich sehen lassen. Gegen den habe ich... das ist der einzige, gegen den ich negativ stehe. Gegen Nick stehe ich 3-3 seit heute. Naja. Aber Nick wird immer besser gefühlt. Nicker, so der Typ ist so gut geworden. Das macht richtig Spaß. Okay. Oh shit! Da sieht man, wie gut Nick geworden ist. Ja. Ey, was geht, Asta? Was geht, Ash? Ash ist, glaube ich, schon im Bett. Okay. Irfan ist auch noch drin. Der große Irf. Ja, Leute, sollen wir mal ein bisschen das Match, über das Match reden, oder was? Das ist like the one, the chief Irf one. The one shitty one. Oh. Jetzt erstmal eine Wand von voller Jenny P6 aus. Nee, Fick Melee. Okay, Irfan, alles klar. Oh mein Gott. Asta, meinst du mich mit, er geht endlich raus? Nee, das war wegen vorhin? Okay. Kann sogar sein. Weil tatsächlich. Ja, ich habe ein bisschen über was nachgedacht heute. Wir können gerne darüber reden. Wir können gerne chatten, mein Freund. Doch, ja. Ich hab was Neues, was ich mache jetzt. Einfach warten. Nee. Es ist simpler und komplizierter als das. Sowieso, Lukas, lass ein bisschen grinden auf jeden Fall auch mal die Tage. Und ein bisschen über den Grind sinnieren. Next Trap. Lukas ist Lager leider. Nö, wir haben eigentlich immer ganz gute Sets. 3-1 für Parsecco. Grand Final Hype, NRW-Mann aus Winners gegen Parsecco. Dommer hat es tatsächlich geschafft, ins Grand Final zu kommen. Viele hatten ihn abgeschrieben, aber da ist er. Zwei Titanen treffen aufeinander. Ja. Oh, Port 4. Oh shit, Port 4. Oh, beide Papier. Oh shit, Dommer mit Port 4. Dommer macht es nur, damit der andere die Port 4 bekommt. Ja. Ihm ist das eigentlich egal, aber... Riesig, das ist interessant. Wir haben entgegen unserer üblichen Seeding-Tradition heute das Seeding ein bisschen weird gemacht. Normalerweise machen wir immer, wer zuletzt gewonnen hat, ist drüber. Aber ich war über Jan heute geseedet. Obwohl er letztes Mal gewonnen hat. Ja, Jan hat das auch geseedet. Okay. Na dann hat er kommen sehen, was auf ihn zukommt. Machen wir uns da nichts vor. Vielleicht hat er auch gesagt, weil er heute ein bisschen müde ist. Da hat er ja auch geschrieben davor in die Gruppe. Okay. Keine Ahnung. Finde ich gut. Ich muss mal gucken, wie viel Payouts. Es sind 14 Leute. Oh shit, Kobobi. Ja, das könnte doch ein Stock sein, oder? Gucken wir an. War dann gezogen. Konstanze. Fühle mich mittlerweile auch ziemlich gut auf Z-Jump. Nice. Lass zocken, Mann, hab Bock. Hast du Z-Jump? Nee, ne? Was, du hast keinen Z-Jump. Nein. Ich hab angefangen auf Claw umzugreifen für ein paar Sachen, aber so, shit, kein Geld für Dennis. Naja. Aua. Aua, Jenny P6 Aua. Aber ehrlich gesagt, Mann, ich bin
Also ich wäre auch überrascht gewesen, wenn ich gegen Nick gewonnen hätte. In letzter Zeit hat er wirklich meine Number. Die letzten 3 Sets hat er gewonnen. Ich habe erst 3 in a row gewonnen, dann er 3 in a row. Und jetzt steht es 3-3 dieses Season. Und Nicky, er ist gerade wirklich krass geworden. Und Nicky denkt, und Nick Red denkt sich auch gerade, heute ist 420 Day. Klar, stimmt. Er hat bestimmt gut einen weggekifft. Ja. Naja, klar. Ja, guck mal. Er baut gerade einen auf. Ja. Schwein. Oh mein Gott. Der Schuhanzieher. Oh, aber Dorman hat einen sehr, sehr guten Recovery, guter Angle. Aber Konsti dippt ein bisschen drunter und gibt ihm den Salto. Wir brauchen mehr Kleingeld. Das ist so schlimm, dass... eigentlich, geht der Laptop dann auf Dings, auf Aus oder geht er auf Stromsparmodus? Ja. Also, aber nach wann? Keine Ahnung. Okay. Weil der Bildschirm wird immer dunkel. Deswegen, ich will immer die Maus drücken dann, weil ich denke, Okay, Dash Attack, keine weird choice. Oh, und Domme, sacrifice den an die Melee Gorges. Gorges. Steht übrigens 1-0 für Domme, ne? Steht 1-0. Ich glaube, das ist das zweite Game, oder bin ich bescheuert? Ich glaube, das ist das erste. Ja, also sind die nicht auf Battlefield gegangen. Es kommt die Scam nicht aufgegangen. Ja, so eine Back-Air, die kann Captain Falcons Recovery schon gut und gerne mal in die Quere geraten. Und da haben wir es doch auch. Was ist das Erste? Natürlich hat Jonas wie immer völlig recht gehabt, es war das Erste. Ja, ich suche nur die Maus, ist okay. Spiele Nummer 2. Und jetzt geht Konsti Scam auf, jetzt wo er Counterpicken kann, ist natürlich Battlefield der Counterpick seiner Wahl. Konsti liebt diese Stage einfach abgöttisch. Das ist, wo er sich zu Hause fühlt, das ist, wo er sich gut fühlt. Richtig interessant, ich habe letztens gegen Ace auf FD gecounterpickt. Oh, mit Sheik? Ich find's so geil. Warum? Weil er kann halt, er versucht hat zu approachen, dann mache ich einfach Needles. Okay, ja, wer ist immer auf dem Boden, ja. Ja. Oder halt, wenn ich springe, dann kann ich Needles treffen und dann grabben direkt. Mhm. Das finde ich halt super interessant. Und Combo und Punish Game ist so insane. Die Recovery von Konsti war Sicko-Modus. Oh, ärgerlich mit dem Edge Guard, aber da kommt die Up Smash reingedonnert. Up Smash direkt vom Olymp. Und ich finde halt Punish Game so krass auf FD. Auch für Sheik, weil Luigi hat doch krasseres Punish Game auf Sheik, dann oder nicht? Ohne Plattform? Na, ich finde es so besser. Ja, ey. Ja. Hast du gewonnen? Ja. Naja, dann. Ja. Oh, Kopf gestoßen für Domme. Naja. Tod gleich. Der ebene Stefan. Neck to neck. Oh mein Gott. Stimmt. Oh. Sie sind Hals an Hals. Das ist ja die Frage, wenn wir es jetzt so lassen. Ja, ich glaube, das wird einfach dunkel in einer Zeit. Oh, die. Ah, Konsti, schade, den Shield Drop nicht bekommen. Schön die vor UCF Shield Drops. Ja. So wie bei Dreamhack war es, ne? Mhm. Ey, mein Controller ist tatsächlich perfekt. Ich habe, wenn ich in Angle Punch Shield Drops mache, immer Vanilla Shield Drop, nie UCF Shield Drop. Mein Controller ist einfach fucking based. Blessed. Und ja, mein Controller es, auch. Ja? Ja, klar. Der Boxer. Und da ist es wieder totgleich. Das Problem, was Konsti hat, ist, dass er immer nachziehen muss. Er kann immer ausgleichen, aber er muss immer nachziehen. Ärgerlich für ihn. Marius, ich habe es nicht geschafft, dich zu rächen. Auch Game 5, auch verloren. Ja, ich hab halt das erste gewonnen, aber ich habe dann auf Dings verloren. Das erste habe ich sogar richtig genudelt, aber ich habe auf FD mein erstes verloren. Und dann muss ich das FD, das zweite, habe ich dann gewonnen. Das war auch richtig knapp. Und dann hat er mich auf Yoshis ziemlich auseinandergelegt. Das ist halt Yoshis. Es ist rough. Er ist halt, das Ding ist, Nick ist wirklich krass gut geworden und mir fällt auf, dass ich wirklich keine Ahnung habe, wie man gegen Falco spielt. Ich habe ihn sonst einfach immer outpunished, aber jetzt kriege ich keine Openings mehr. Und jetzt ist halt so, ja okay, alles klar, jetzt gewinnt er halt. Und deswegen muss ich mal gegen Falco ein bisschen das Neutral mir angucken und gucken, wie ich denn überhaupt da reinkomme. Hast du Armada die Bank? Ja, tatsächlich, aber ich habe Falco noch nicht geguckt. Ja, genau deswegen. Ja, ich habe Marth, Fox, Sheik und Falcon mir angeguckt. Diese schöne Sheik-Practice mit ihm. Ja. Aber, ja klar, mein Twitter heißt ja auch gerade Jan Ulrich on Armada Metafy Copium. Und was soll ich dir sagen? Ich glaube, es bringt was. Ich bin ein bisschen bewusster für Situationen, wann ich wo welche Chance habe, was zu machen. Es ist noch nicht perfekt, aber natürlich nicht. Wann ist es das mal? Das ist die Back-Air. Und das ist Game 3. Nee, Game 2. Game 2 an Konsti.
Er hat ja im Winners Final 3-0 gewonnen. Es war aufrührend. RIP Star GG hat kein Verified mehr. Heute war The Purge. Ah, heute war Verified Purge. Das heißt, jetzt alle mit dem blauen Haken haben es bezahlt. Ja, cringe. Alle mit dem Cringe-Haken haben es gecringed. Aber Domme ist tatsächlich jemand, der von sowas relativ wenig faced ist. So, er ist halt wirklich so. Also, Domme ist so einer, der überlegt sich so. Mentality-wise denkt er sich so: Naja, also das Ding ist, ich weiß ja alles, was ich zu tun habe, um zu gewinnen. Und da steht wieder 0-0. Und wenn er nüchtern ist, wenn er Dings ist, schüchtern ist, dann und so anfängt sich anzuzweifeln, und da kann Dominik halt mit Fox kannst du einen super leicht darin reinzwingen, dich selbst anzuzweifeln, dann weiß er genau, wie man das ausnutzt, so, weißt du? Und das ist halt irgendwie, also er ist mentality-wise ziemlich stark. Wenn er verliert, dann verliert er halt richtig doll, aber wenn er gewinnt, dann merkst du, es ist mental fortitude. Weil die beiden schenken sich, was so die Execution angeht, so schenken die sich wirklich kaum was, ne? Konsti muss halt mehr arbeiten, weil er nicht aus... Oh mein Gott, Stomp nie! Ist das ein Meme? Beim letzten Set hat er zwei hintereinander getroffen, die letzten zwei. Sheesh, das ist der Difference Maker. Ja. Der Konsti ist halt, also er muss natürlich mehr arbeiten für ein W gegen Fox, weil sein Punish Game nicht so gut ist. Er braucht mehr Openings auf jeden Fall für einen Kill gegen Domi hier. Aber er hat ihn vorhin halt krass out neutral, habe ich gehört. Und das passiert jetzt gerade nicht mehr. Und Domme weiß das. Weißt du, was ich meine? Oh, das ist ein Back Air und das ist ein Shine. Oh, aber Konsti mit einem guten Backpull. Driftback. Ich finde so, ich will immer so auf Deutsch so, er zieht sich zurück, so, weißt du? Er zieht zurück. Der Backpull. Aber Backpull klingt so komisch irgendwie. Ja. Die beiden geben sich nichts. Ja, es sieht ein bisschen anders aus jetzt. Tauf! Hat mir Konsti auch schon erzählt, dass er das Gefühl hatte, er verliert ihn. Das hat er immer. Und das ist Konsti. Das ist halt Konsti. Das ist die ganze Zeit so on the edge. Das hat er gegen Fox und Falco immer. Und gegen Arthur. Gegen Arthur? Glaube ich. Ja, aber nicht gegen Marv allgemein. Das hat, glaube ich, auch... Oh mein Gott! Dieser Read von Konsti, der halt so einmal alle vier Jahre funktioniert, doppelt ab, der Gnano und eine Berger, und das müsste es sein. No! Aber es kann sein, dass er gerettet wurde. Ja. Aber ja, das ist der letzte Stock, Game 3. Das ist ein sehr wichtiges Game, weil jetzt entscheidet sich, wer die Counterpick Advantage für den Rest des Sets behält. und Mentalität. Okay, ah ja, Full Jump wollte er wahrscheinlich nicht. Ah, geht für die Hard Reads. Aber Dom ist nicht ready to punish, und da kommt der Shine Up Smash. Wave Shine Up Smash. Der Tried and True. Ist das schon ein Ufers oder ist das ein Ufers? Das erste Set Grand. Und es steht 2-1 für Pasenko. Flamenco. Oh, Flabronco. Schön, Dude hat keinen Checkmark mehr. Armer Blue Checkmark, Elon Musk. Ich liebe Chillin' Dude, Alter. Er streamt jetzt immer. Monkey Ball. Oh, ärgerlich. Monkey Ball. Ja, er streamt immer Super Monkey Ball. Und er sagt die ganze Zeit nur so: Ah, oh, damn. Ah, oh, shit. Er macht im Prinzip, was er vorher auch gemacht hat, so, weißt du? Aber halt nur besser. Und ich liebe es. Oh, gut gesehen von Konsti. Gut gesehen, gut auf die Prozente geachtet. Der wusste, dass es halt. Gute Lesung. Gute Lesung, ja. Oh! Schön zur Kante gekommen, aber nicht reingejumpt. Guck mal, er hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja, Konsti lässt sich nicht so leicht verarschen von Dom, und das ist ja eigentlich, worauf Dom baut, dass der Gegner sich verarschen lässt. Weil das ist ja, also ich will nicht sagen, dass Dom ein Cheeser ist, aber er thrived auf jeden Fall, wenn er cheesen kann. So. Und dann, und das get it in the opponent's head, und das ist so, es ist halt so eine gute Kombo aus, er ist wirklich ein solider Spieler, er hat gute Execution, er ist wirklich ein hervorragender Melee-Spieler einfach, und er weiß, wie man in deinen Kopf kommt, und er weiß, wie man das richtig gut ausnutzt. Das mag ich an Domme so gerne. Das ist halt so, deswegen macht es so Spaß, ihm zuzugucken, weil jedes Set, was er spielt, ist so eine kleine Story, weißt du? Yeah. Was für eine Up! Er wollte für einen Amsterdam gehen, aber hat er nicht gekriegt. Domme hat eine Zeit lang viel Amsterdam gegrindet, aber ich weiß nicht, wie viel er gerade zur Zeit grindet, weil er ja eigentlich keinen Bock auf Melee hatte. Ich hatte ihn nicht mal in meinem Spreadsheet für die Season drin, weil er gesagt hat, er will nicht mehr. Oh no, Seth! Ja, aber er hat ja jetzt einen neuen Controller. Er hat einen neuen Controller, und er ist jetzt das dritte Jedo in Folge da, glaube ich. Er meinte auch, das macht auch mehr Spaß jetzt mit einem guten Controller. Er hat seinen anderen ja mal gesmashed nach dem Turnier, als er gegen Geldmann rausgeflogen ist. Ja. Hat er ihn komplett in Charlottenburg verteilt.
Oh, Ponzi hat die Rolle geredet. Ist bis zum Kurfürst und Damm gekommen. Ja. Ja, geht zum Diener Tattersall, wenn ihr was zu Abend essen wollt. Mein Vater ist dort Kellner, er macht sehr gut. Wo ist denn das da? In Charlottenburg, am Sabiniplatz. Oh. Also vom Kudamm sozusagen der Seitenstraße Richtung Sabiniplatz. Ja, ja. Oh, dass er das gehittet hat, meine gut. Arbeit ist ja in der Nähe vom Kudamm. Oh, das ist das 2-2, totgleich. Erstmal ein Bier holen. Jenny P6 Kühlschrank in dem Chat. Jenny P6 Kühlschrank. Konzi könnte an dieser Stelle den Sack zumachen, ob er darum weiß und es ihm jetzt ein bisschen an den Kragen geht. Das ist natürlich die Stage, die er am wenigsten gern spielen möchte, weil er Konzi ist. Auf der Winterseite. Klar, hat zweimal er da gewonnen. Oh, zweimal sogar. Ja. Dommer hat nicht, okay. Zwei interessant, mal. Dass Dommer nicht Fountain gewonnen hat. Ja, deswegen hat er auch da hingepickt. Mhm. Die Back-Air könnte reichen, wenn Konzi das Edge-Guard macht. Und da macht er es. Okay, und barely... Man barely got punched. Das ist von Red Letter Media, als sie über Infinity War geredet haben und meinten, not many movies get away with the premise of punching man. Oh mein Gott. Man barely got punched. Ja, so Thanos so, I'm man. Man. Und es ist sofort wieder ausgeglichen. Ja. Oh shit. Und das Ding ist, Konsti ist. Oh, ärgerlich. Schön angezündet. Konsti ist. Oh shit. Er macht es nie. Ja, er geht nicht für die. Oh mein Gott. Das auf den Arm. Aber will nicht Edgeguarden. Will partout nicht Edgeguarden. Oh mein Gott. Oh, der Drill SDI war insane von Konsti. Ich hätte eigentlich Bock noch auf ein Set. Ich hätte aber auch Bock, dass Konzi mein Turnier über Domme gewinnt, weil... Wann hatten wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wurde Domme im Losers, also im Winners und Losers von jemand anderem besiegt und Konzi hat dann gewonnen, aber halt noch nie so in dieser direkten, in diesem direkten Aufeinandertreffen. Wir haben gestern gespielt. Ah, okay. Daran hat es gelegen. Er ist halt ready, ne? Er ist ready für dieses Set. Er ist ready für Domme, weil er hat natürlich gegen die bessere Version von Domme gespielt. Strawstream. Strawstream 1, 2, 3, 7, den Unglaublichen. Oh mein Gott! Okay, das wäre zu insane gewesen. Ich dachte, er rennt raus und macht eine Nähe, aber ich glaube, für die Nähe hätte es zu viel Starter gegeben. Aber Strawstream ist auch so viel besser geworden. Strawstream ist insane geworden. Ja. Das muss man sich überhaupt sowieso mal vorstellen, wie gut Strawstream geworden ist. Sheesh! Seitdem er wieder computet, ist er so viel gut viel besser geworden. Ich glaube, seitdem er Co-Coaching... das Coaching-Projekt Dennis und Marius ins Leben gerufen hat. Ich glaube, seitdem ist er so viel besser geworden. Dennis und Marius gehen wir. So, das ist mein W. Oh mein Gott! Getragen mit dem Yo! Und Konski sichert sich das Turnier gegen Domme. Man sieht den Größenunterschied zwischen den beiden. Der hat nichts damit zu tun, wie gut gespielt wird. Das in der Kamera sieht es so funny aus. Es ist auch lächerlich anders als in der Realität. Konsti sieht so mini aus. Holy shit. Good shit, Konsti. Leute, euer Jedo-Gewinner und schon wieder? Kobobi! Ohne ein Set zu droppen. Heute, Konsti. Ohne ein Strat verloren. Na, jeder hätte gegen Nixfeld verloren, außer Domme. Außer du. Oder zwei war es. Nee, ich habe auch verloren. Achso. Ja, ja. Achso, Domme hat gegen. Okay. Domme hat gewonnen, ja. So, wie waren das? Wie waren die letzten Sets von den beiden? Achso, ja, das ist vorbereitet, danke. Deswegen war es so ein bisschen toxisch. Aber ich habe keine Gimps hinbekommen. Oder wenig. Ich erinnere mich an einen Gimp auf jeden Fall. Ja, aber so ein Weekly Gimp, weil ich habe einen bekommen, wo ich mich selbst getötet habe im ersten Set. Du hast einen, wo du ihn bei irgendwie. Brackets down, right? Ja. Weil kann er nur pushen. Auf Dreamland. Ah, okay. Das war, also da habe ich gedacht, so, ich habe es gesehen und dachte so, ja klar muss es so sein. Dachte so, denkst du an Wizrobe oder so, ne? Ja klar muss es so sein. Denkst so, aber es ist ja Konzi, der das gerade macht, das ist News für ihn. So, ich habe das gegen Marius jetzt gerade erst angefangen.
gestern gegen Marius hat das gespielt und direkt so gesagt, oh, das mal machen. Reverse? Ja. What the fuck? Ja, voll. Der Check recht, der war ganz eben, der hat den gemacht. Aber die hat auch nicht einen Overboost gehabt. Ich glaube, das ist nicht ganz groß. Ja. Also, wenn ich immer gemerkt habe, was du machen gehst, dann will ich das wegzählen, also wenn ich auch wegzählen oder dann. Ja. Ja, voll. Ich war noch richtig beschäftigt. Bis nächste Woche. Bis Ledo. Gute Nacht. Gute Nacht. Dein erstes Tournament win über Parsec, ne? Ja, zumindest in recent times. Ich glaube, früher habe ich ihn irgendwann mal besiegt. Aber nee, aber halt beim Jedo. Ja, seit er hier ist schon. Yo, was? Wow!
We fight because you don't have to. So noch wer zu oder sind alle raus hier? What? Kannst du los mit diesem Zocken? Nee. Nee? Ach so, Zocken. Ja. Yeah. I would love to. Ich würde gerne, aber Dennis will gegen mich Money mischen. Oha. Okay. Das hat vorne. Ja. Wir brauchen unsere Sweater-Mannschaft wieder. Was ist denn Sweater? Bei mir im Schrank. Kaputt? Ein bisschen, ja leider. Fällt langsam auseinander. Glaube ich auch. Er war ein Alter, ne? Er hat hier an dem Rand schon ein bisschen Öffnungen, die wird immer größer und größer. Ne? Aber es ist eigentlich okay, es sieht cool aus. Okay, nice. Naja, ich werf so viele Sachen da drin. Ja, bring Sweater mit, gegen die Vielleicht Spiegel. Schenke ich dir ein paar gute Sweater. Ja, dann brauchst du. Aber obwohl, ich würde sie nehmen. Weil ich zieh irgendwo hin, ich weiß auch nicht wo. Aber nicht Berlin? Ich kenne so Reisen. Ja, ist gut. I would miss you though.
Ja. Also wirklich nur wegen Medi würde ich bleiben. Aber nicht für deine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Marius, weißt du übrigens, was ich glaube, was eine gute Idee wäre? Ja, was? Für dich, für dieses ganze Mentality-Ding besser werden? Ja. Hear me out. Es klingt erstmal wild. Okay, bin gespannt. Aber mach ein Money-Match gegen Jan. Oder gegen hier. Oder gegen Mario. Oder gegen Mario. Oder gegen beide. Oder gegen beide. Eins gegen zwei. 100 Bucks. Man spielt immer eins gegen zwei gegen dich. Was redest du? Manchmal I mean, ich auch. Sehe ich aber den Punkt, ja. Ne? Mhm. Weil ich habe gerade überlegt. Gegen dich schon Money Match, das ist eigentlich auch schon genug. Ja. Aber dadurch, dass. Also ich glaube, bei uns sind weniger Stakes, weil wir beide so. Ja, wir sind Zen, bla bla. So. Aber ich glaube, du musst halt das aus dir rauskriegen, dass du so Angst hast vor Leuten. Jan ist der, gegen den du nicht gespielt hast. Geld, aber wir könnten ein anderes. Wir könnten besten Fall machen. Ja. Dann bringe ich ihn den nächsten Mal mit. Okay, das wäre. What's the score here? 2-1. 2-1 for whom? For G-Pizzle? G-Pizzle. For the Pippins? So viele Leute im Chat, aber keiner schreibt. Was soll das? Vorhin, ich hab mit Asta gesprochen. Ich möchte mit ihm auf jeden Fall auch noch ein bisschen grinden. Asta, bist du noch da? Ich würde auch gegen dir spielen. Ja? Willst du? Ich würde Money Match. Ist ehrlich gesagt wirklich nicht, no disrespect, aber es ist mir voll egal, ob wir Ladder oder so spielen. Oder also Turnier oder Money Match ist für mich halt so ein. Weil ich. Ja? Ich kann mich nicht dazu zwingen, das ernst zu nehmen, ja, wenn es um nichts geht. Wenn es um Geld geht, denke ich mir so, ja, ich bin poor as fuck, ich brauche das Geld. So. Wie viel willst du eigentlich spielen? 5er. Okay. Oh! Digga, was? Ja, aber in welcher Welt hätte das richtig getroffen? Also das ja, war ja. Das war halt so eine. Ich fand eher das alles, was davor war, super sick. Ja, voll. Aber ich fand so, der Finisher war eine Magic Choice. So, das ist halt so. Ja. Warum ist das so knapp? Was ist das? Ja, das ist Reverse Mains. Falls du es nicht mitbekommen hast. Mario ist gerade komplett mindblown. Der Magic ist so gut. Dang. Magic Marius is rooting for you. Better show him something. Not like that though. Ich hätte Gabs nicht. Ja, same. Wobei, ich hätte wahrscheinlich Dash Dance Grab gemacht. Das ist mein Fox. Ah. Als ich das Jahr Fox Main war, habe ich im Prinzip nur Dash Dance Grab gemacht und es lief wirklich gut. Schneller Charakter, guter Move, ne? Ich liebe das. Das ist so krass. Immer wenn das gegen mich gemacht wird, denke ich mir so, krass, was will man eigentlich machen? Merkt ihr das für unser Set, hä? Ich hab dich heute ein bisschen gegrabt. Voll, einfach das so. Machst du immer. Okay, weiß ich gar nicht. Das Ding ist, es ist total lustig. Wenn wir diese Sessions machen, wo wir Ranked spielen und der andere zuguckt, dann sehe ich dich und denke mir so, krass, er ist so stationary, das kann man alles so easy punishen. Wenn ich gegen dich spiele, bin ich so, fuck, er ist so stationary, wie soll ich rankommen? Er hat die ganze Zeit alle Optionen. Das ist wirklich original so. Ich sehe das, ich denke mir so, Marius, du kannst das und das und da musst du vielleicht ein bisschen mehr so finicky mit deinem Movement. Wenn du gegen mich spielst, bin ich so, er hat mich. Das ist halt wirklich immer so. Das ist ganz strange. He's staying there, wenn es irgendwie. Ja, genau so.
Obwohl, ich habe mich heute sehr viel bewegt, Leute, finde ich. Ja, ja. Ja. Voll, du hast heute ein gutes, das gut so abgemixt zwischen den beiden. Mhm. Manchmal zwischen bin dem ich alten wieder. Marius und ja. dem Stehda-Marius. Dem Stehdarius. Oh, der spottert! Dass er die ab nimmt, dann steht einfach ab. Absicht? Okay, dann nicht. That's the magic! Oh! Did he just quickly walk through an F smash? Yo, what? Why would you finish it that early? Yo, the SDL. What the fuck? Shine? Oh my god, almost. Oh my god, the recovery, insane! What the fuck is that? Dieses LOL von dir gerade war original Perfect Shadow. LOL! Alright, Game 5, ladies and gentlemen! Fuck! Will the Bowser buffoon become the Marth Menace? The Marth Messiah. Oh my god, alright. And we go to the favorite stage of G-Pipes. How does it help him with a different character though? Interesting stuff. The spot dodges. Nice back air. Nice back air. Game 5? Oh my god, almost genius. Time to get shy. Why wouldn't you? Oh, I give up. I hate reverse mains, by the way, because everybody plays such a dumb sheep, Peach. Like, everybody's Peach is just fun, like, kind of like me? Dumb. You're telling me? Nah. I'm telling them. Okay. I want to make Magic laugh. You don't want to play against people's ICs, do you? Whose? People's ICs? Yeah. Oh, yeah. I imagine they're dumb as fuck. Yeah, but it works. Dude, like in Icy's Dittos, I always just wave dash down smash. That's all that I do, wave dash down smash. And that's why I lose it. No, I think it's actually the way to play the match. Apparently it's rock, paper, scissors between wave dash and grab, wave dash and spot dodge, and wave dash and down smash. Oh, have you ever done this where you play Icy's Ditto and then you wobble the other person and the Nana is always walking in and then getting jabbed out? It's so funny. That happened to me at the Ghetto. Oh, against Nikki. Against the other ICS player. Hiro? Yeah. You've been around for a while. I didn't bring Hiro and you together in the same venue, ever. Yeah. No, it's a bad story for me because we gentlemen know wobbling, and he wobbled me. Really? Yeah, it was crazy. And how did that go? And what was the conclusion of this entire fiasco? I think it was because I beat Sean Wayne at that time. Oh, nice. The conclusion was I lost. No, but you said no wobbling, and then you said... I don't know anyone here. What am I going to do? Just the American that showed up, be like, hey, T.O. Yeah, that's exactly what I would do. No, I'd be the fucking American.
the Karen. Mm-hmm. In German, the Karen is Sparkassen-Sibylle. What? Sparkassen-Sibylle. It's the German Karen. Oh, oh my god! The Bowser buffoon! I don't know. I don't know.
Push up match. All the ball.
Na. The stream. Good night. Or after the game. Ist das Money Match? Ich bin ja Money Match schon gewonnen. Ich stream jetzt Friendly Match. Könnt ihr dann nach dem Game ausmachen? Oder möchtet ihr danach nach Hause? Okay. Letztes Game. Ja. Du mal wo? Na, Fox. No!